Ja, ja, einen wunderschönen Abend aus den Hallen der DB Systemtechnik in München. Ist das nicht ein wahnsinniger Größenunterschied zwischen dem Original und diesem kleinen Modell? Das sollten, Tommy, deine Kandidaten bedenken, bevor sie ihren Tipp, ihre Schätzung abgeben. Und vielleicht kann ich noch die eine oder andere Hilfestellung Ihnen mit auf den Weg geben, wenn ich gleich ein paar technische Details verrate, die Original-Lok betreffen. Sie ist 19 Meter lang, 3 Meter breit, 4,5 Meter hoch und bringt das stattliche Gewicht von 84 Tonnen auf die Waage. Im Vergleich ist das Modell natürlich sehr leicht. Das wiegt gerade mal 500 Gramm und braucht nur 12 Volt, um in Gang zu kommen. Die große Lok, die braucht allerdings schon 15.000 Volt Fahrspannung. Also ihr werdet sehen, es geht hier gleich so ein bisschen um den Kampf David gegen Goliath. Das als Tipp. Toi, toi, toi für eure Schätzung und Tommy damit zu dir zurück ins Studio. Okay, Tommy, nachdem deine Kandidaten jetzt ihren Tipp abgegeben haben, kann ich es ja verraten, ich lag mit meiner Schätzung total daneben. Ich hätte nie und nimmer geglaubt, dass dieses, also unter Anführungszeichen, Ungetüm mit 84 Tonnen Gewicht von nur 200 Modellen gezogen werden kann. Das kann man eigentlich auch kaum glauben, aber das wagen zu behaupten die Jungs der BSW Modellbahngruppe München. Und sie behaupten das nicht nur, sie treten hier und jetzt auch gleich den Beweis an mit dem Zugfahrtest. Und da kann ich nur sagen, alles hört auf mein Kommando. Jungs, los geht's! Okay, noch tut sich gar nichts, aber das dauert natürlich ein bisschen. Vielleicht kann ich ja die Zeit erstmal nutzen, um zu erklären, wie hier die Modellbahnen aufgebaut sind. Also es sind 50 Gleise in einer Viererreise und eigentlich geht es ganz schnell. Die ersten Bewegungen der Originallok sehen wir gerade jetzt und das heißt, der Jubel ist zu groß, hat gar nicht lange gedauert, bis sich dieses Gestell in Gang gesetzt hat. Die Verbindung, vielleicht sei kurz erklärt, funktioniert über zwei Drahtseile, die links und rechts an der Originallok befestigt sind, und zwar in Höhe der Gleise. Und ja, ich kann nur sagen, man glaubt es kaum, aber wie das funktioniert, erklärt sich gleich von selbst, wenn wir erstmal jetzt mit stolz gestellter Brust sagen, wir haben den Beweis angetreten, es funktioniert. Die 200 Modelle ziehen die Originallok mit ihren 84 Tonnen Gewicht und wie das funktionieren kann, erklärt sich ganz leicht, dazu ist kein Trick vonnöten, dazu braucht man keine Hilfe. Das funktioniert ganz einfach, weil für die große Lok ein Kraftaufwand von 600 Newton reicht, um sie zu bewegen. Das entspricht 60 Kilogramm. Und wenn man jetzt wiederum weiß, dass jedes kleine Modell eine Zugkraft hat von 300 Gramm, kann man sich leicht ausrechnen, dass mit 200 Modellen die Originallok in Bewegung gesetzt werden kann. Und genau das hat jetzt gerade funktioniert. Also, wir gratulieren deinem ersten Thronkandidaten, Tommy. Denn der steht ja jetzt fest.